Einen wunderschönen guten Morgen, 4. Dezember. Ich habe heute einen Case mitgebracht. Und zwar diese fantastische Farbe, die nennt Decoded, so heißt die Firma, die dieses Case herstellt, toskanische Sonne. Und bei toskanischer Sonne, da konnte ich nicht anders. Das ist natürlich fantastisch. Und die Farbe ist auch echt schön. Also ich mag sie wirklich. Sehr markant, so ein bisschen was Poppiges für diese kalte Jahreszeit. Ist eine Silikonhülle, also ein Fusselmagnet, selbstverständlich. Bringt natürlich die fantastische Eigenschaft mit sich, dass sie extrem, extrem griffig ist. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass man schwer vielleicht in die Hosentasche bekommt und dass es Fussel anzieht. Lässt sich natürlich leicht reinigen auch. Da verschmutzt nichts. Markant an dieser Hülle, selbstverständlich dieser Metallring. Na, sieht man ihn? Ja. Der den Kamerabuckel schützt. Der sieht nicht nur nett aus, sondern der ist auch so ein bisschen funktional. Aber er sieht auch sehr nett aus. Also ich mag ihn optisch einfach sehr leiden. Der ist so leicht erhöht und der schützt diese enormen Kamerabuckel, die diese iPhones mittlerweile haben. Was auch an dem Case individuell ist, die Aussparung für den noch Lightning-Port am iPhone. Die hat so eine kleine Lippe, die ist zu. Das muss man mögen, andere mögen das nicht. Ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt. Diese ganze Umrandung, das ist ohnehin lustig. Im Marketingmaterial heißt es, das ist eine Lünette. Ich kannte dieses Wort nicht, kommt anscheinend aus dem Uhrenjargon und sie werben mit einer erhöhten Lünette, was ich ein tolles Wort finde. Das heißt, man kann das iPhone halt auch so mal rückseitig mit der Vorderseite auf den Tisch legen. Ich muss sagen, ich hatte schon lange kein Silikoncase mehr und das ist natürlich auch MagSafe-kompatibel und alles. Ich habe was vermisst, glaube ich. Also ich mag diese Griffigkeit und diese Leichtigkeit. Ich mag das Mikrofaser, was da drin so ein bisschen das iPhone schmeichelt. Ich bin ein Fan dieser toskanischen Sonne. Also es gibt es auch in anderen Farben, aber dieses Gelb ist schon sehr, sehr schön. Nimmt in meinem Fall ein iPhone Pro Max in der 13. Version auf und ist sehr griffig, wie gesagt. Im Gegensatz zu Ledercases, die manchmal so ein bisschen sich abgreifen können. Ich habe das jetzt ein paar Wochen verwendet. Ich mag's. Und danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich bin morgen an dieser Stelle wieder hier. Vielleicht habt ihr auch Lust.